Jonas Wolf und Georg Puckmann stehen bereit, warten auf den Tip-Off. Und Abfahrt. Auch gut geeignet ist Enos Wolf. Der ist sich auch für kein Trash-Talk oder keine Geste zu schade. Ach, Playoffs sind super. Aber boah! Das war auch super. Vielen Dank. Alle seit Dresden jetzt Daniel Kirchner wieder. Und wenn man vielleicht auch ein freies Wochenende gar nicht so schlecht findet, nach so einer intensiven, anstrengenden Saison. Da ist aber Kirchner. Kirchner hat da noch keinen Bock auf freies Wochenende. Ja. Ne? Hat ja gesagt, das ist Playoffs, das ist Intensität. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich sehen wollen, solange genau. Es fair bleibt. Ja, richtig. Und da ist der Kompläger von Stefan Wundic und das Foul. No look auf Karl, das würde die Energy-Leistung krönen. Ah, da war vorbei. Ein bisschen zu viel Energy da, der ging zu weit. Boah, stark! Ein Punkte Unterschied jetzt. Aber Nassis mit dem Statement. Testet mal, ob die Kopfverankerung ein bisschen auf Teilen Boden richtig ist. Ja, scheint stabil genug. Martin erhöht hier wieder auf 52-34 und boah, da hat er aber das Fernglas rausgeholt, sag ich mal. Das war ein toller Pass. Ja, Chase Adams startet hier nicht so falsch in die Halbzeit. Ein Viertel schon hatte. Der müsste jetzt mal wieder punkten. Aber Djokovic sagt da nein. Und Martin sagt auch nein. Aber Ficke ist da. Sagt danke. Jetzt hat Fabio Strauß die Faxen dicke. Jetzt ist die Lage für Dresden prekär, würde ich sagen. Carlo Miksic jetzt auf Wolf. Der nimmt zwar den Wurf nicht, nachdem er eben nicht. Aber schön gesehen. Oh. Schöner Spielzug und Djokovic schließt ab, der Mann für die... Das war nicht spektakulär, aber das Passspiel war schon spektakulär. Er wollte ihm, glaube ich, danken, aber er hat sich dann für die sichere Variante entschieden. Da. Ja, oder Djokovic geht dann auf ihn vielleicht. Mal gucken. Boah, Luis Figge. Da ist die Dresdner Defense komplett unaufmerksam gewesen. Punktmann moniert ist auch keine Halbzeit, wirklich überhaupt nicht vorhanden. Macht ja auch viel Krafttraining, wenn man seinen Vlog so anguckt. Aber auch Punktmann kann danken. Ja. Plötzlich haben wir hier ein... Ja, Offensivspiel. Brust ist zu sehen. Und ui. Das war spektakulär. Da war der Luftraum in der Gießener Zone aber sehr freigegeben. Mein lieber Mann. Ja, und dann mal sehen, wie es nächstes Jahr aussieht. Langmeier nochmal mit dem Block. Heine, er kämpft sich den Ball, muss ihn aber dann doch wieder hergeben. Oh, Lukas Zerner nach so einem wirklich schwierigen Abend für ihn heute hier. Wenig gelungen, dann nochmal mit einem schönen Dunking. Souveräner Sieg heute Abend. Ja, also ich habe ein bisschen darauf gehofft auch, dass man vielleicht das Momentum aus Spiel 2 mitnimmt, wo man ja dann doch am Ende souverän gewonnen hat und sich jetzt hier die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lässt und sich vielleicht dann halt auch einfach mal ein paar freie Tage gönnt.